Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Tja, meine Lieben, es ist soweit. Die Wahrheit tut weh. Die Wahrheit ist, dass es gute, ehrliche Menschen gibt. Die Wahrheit ist, dass es schlechte Menschen gibt. Dass es rücksichtslose Menschen gibt, die alles tun würden für ihre Karriere, für ihren Erfolg. Wir leben in einer Welt aus Lug und Betrug. Und ich habe mich jetzt endlich entschlossen, euch mal von einem Erlebnis zu berichten, das ich in einem Hospiz hatte. Will nicht sagen, wo. Ich war in Hospizen in Dortmund, in Berlin, in Los Angeles, aber gut. Und eine Krankenschwester, die dort die Leute auch behandelt hat, rief mich an und sagt, da ist einer, ein Mann, so um die 50, der hat Krebs, schweren Krebs. Den ganzen Tag keucht er, sag ich, was, ja, oder hustet. Sag ich, was soll ich machen? Soll ich ihn heilen? Nein, sagt sie. Aber ich habe ihn gefragt, habe ihm gesagt, er keucht so und es sagt er, ja, er keucht aber aus noch einem anderen Grunde. Er ist ein schlechter Mensch, hat er gesagt. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich weiß nicht, was ich tun soll, sagt er. Ich komme bestimmt in die Hölle. Sagt sie, und Lanu, ich habe in deinem Buch des Licht, Band 5 ist das, etwas gelesen, das auch mit Himmel, Hölle und Erde zu tun hat. Und vielleicht kannst du ihm den Übergang erleichtern in die andere Welt, was auch immer sie sei. Also ich gehe hin. Es war früh, ziemlich früh am Tag. Sein Gesicht war also lauter Flecken, alles Flecken. Und hat er ständig gehustet. So habe ich auch schon gehustet, übrigens vor ein paar Wochen, war ich schwer lungenkrank. Jetzt würdet ihr vielleicht sagen, da zieht ihr mal was an, Lanu. Ja, wer mich als Beispiel nimmt, der hat schon verloren. Ich gebe nur die Lehre weiter. Und ich hatte die Möglichkeit, vielleicht, und ihr könnt mir das jetzt sagen, vielleicht einem Menschen mit dieser Lehre zu helfen. Auf jeden Fall saß ich bei dem, der hat mich gar nicht gekannt, nicht so, aber ich kannte ihn. Ganz bekannter Politiker. Na gut. Er hat also meine Hand gehalten und ganz schön fest gedrückt. Also ich muss sagen, oh. Und hat mich gefragt, wie heißen Sie? Ich sage, kannst ruhig du sagen. Ich bin der Lanu. Oh. So, ich habe gehört, und wir können uns auch duzen. Ja, sagt er, bitte. Und wieder gehustet alles. Ich sage, ich habe gehört, dass du Angst hast. Ja, sagt er, ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Na, vor dem Tod, sagt er. Ich sage, wir müssen alle sterben. Da sollst du keine Angst haben. Es geht ja weiter. Und ich habe ihm so ein bisschen was angedeutet von Reinkarnation. Du kommst ja wieder. Was man getan hat, damit wird man wieder konfrontiert. Sagt er, ja, aber wenn, das ist ja das Problem. Ich habe das Buch zum Teil gelesen. Die Schwester hat es mir ein bisschen vorgelesen draus. Ja, wenn ich aber wiederkomme, dann wartet doch auf mich das Elend. Ich sage, zunächst einmal wartet auf dich eine nachtodliche Ebene. Und davor habe ich Angst, sagt er. Die Hölle wartet auf mich. Ich sage, wieso denn? Ich bin ein schlechter Mensch. Ich habe die Menschen, meine Wähler, belogen, betrogen, hintergangen, missbraucht, unter anderem, sagte er. Ich habe Schlechtes getan. Ja, das gibt's doch gar nicht. Du kannst doch nicht nur Schlechtes getan haben. Doch, sagt er. Von Anfang an bin ich hasserfüllt geboren. Schon als Kind habe ich um mich getreten, geschlagen und gesagt, eines Tages werde ich euch allen zeigen. Und dann habe ich mich, sagt er, an meinen Wählern gerecht. Denn ich spreche als Politiker. Ich habe ihnen Sachen versprochen, die ich nicht halten konnte.
Aber ich habe noch viel Schlimmeres getan. Ich habe Menschen ins Unheil gestürzt. Einige haben sich umgebracht. Und ich auch, sagt er. Du hast Menschen umgebracht. Ich habe veranlasst, dass ein Konkurrent von mir aus dem Weg geschafft wird. Schon bedenklicher. Was hast du noch Schlechtes, Schlimmes getan? Sagt er, hast du 5 Stunden Zeit, dir die Verbrechen, die ich an meinen WLAN begangen habe? Ich habe ihnen das Geld aus der Nase gezogen, überall. Ich habe sie belogen und betrogen, habe meine... Was passiert mit mir, sagt er. Ich sage, Menschen, die ganz schlecht sind, die kommen in die Hölle. Ich will nicht in die Hölle. Ich sag, pass mal auf. Es ist so, wenn du, sage ich, ein ganz, ganz, ganz böser Mensch bist. Ja, das bin ich. Sag, es tut mir leid, ich bin nicht. Dann kommst du in die Hölle. Und da wirst du runderneuert. Was heißt das? Ja, da wird das Fleisch von dem Leib geschabt und du... die Hülle, die noch verbleibt und du spürst den Schmerz und du verlierst nicht das Bewusstsein. Hör auf, geh weg, geh weg! Ich sag, aber das geschieht nur Menschen, die wirklich böse sind, Schwarzmagier und so weiter. Sag ich, hast du Voodoo gemacht, schwarze Magie? Nö, nicht gemacht. Na ja, sag ich, guck mal. Aber ich hab, sag ich, hast du willentlich Böses gemacht, wissend, dass du das nicht tun sollst. Ja, das ist ja das Problem. Drückte meine Hand, ich hab dann mal. Ich werde dir jetzt sagen, wie du der Hölle entkommen kannst. Zum Teil. Zum Teil. Wie es weniger schlimm ist, wie du gedankenmäßig mental dich auf eine höhere Ebene vorbereiten kannst. Aber das geschieht durch Erinnerung. Ja, welche Erinnerung denn? Ich habe doch nur Mist gebaut. Ich bin ins Puff gegangen. Ich habe das Geld meiner Wähler, die irgendwelche Firmen, mit denen ich eigentlich anderen helfen sollte, bin ins Puff gegangen. Sogar mit Kindern. Ich sag, oh, das ist natürlich sehr schwer. Obwohl, sag ich, da bist du nicht der Einzige, da kenne ich noch ein paar, die das machen. Die Grünen, der Vorsitzende der Grünen war ein bekennender Pädophile, Cohn Bendit. Die haben kein Schuldgefühl. Die wünschen sich sogar eines Tages, dass sie es machen dürfen. So ein bisschen nachgedacht. Pass mal ab. Ich werde jetzt versuchen, dir einen besseren Übergang in die andere Welt zu ermöglichen, wenn du dann den Körper verlassen hast, wenn du dich jetzt konzentrierst drauf, was ich sage. Gut, ja, bitte sag mir, was soll ich tun? Ich sag, du beurteilst dich viel zu negativ. Stalin, sag ich, hat 50 Millionen Menschen umgebracht. Wie viel hast du umgebracht? Einen im Auftrag habe ich umbringen lassen. Pass mal auf, sag ich. Die anderen haben schon ein bisschen damit zugehört. Ne? Gibt es irgendetwas, weil du dich hier mir präsentierst wie das größte Monster der Welt? Das bin ich auch. Ich bin ein Lügner, Betrüger. Ja, sag ich, da gibt es viele, die meinen, wie die meisten Politiker auch. Wie alle anderen Politiker, wie die Pfaffen, wie die Industriellen, Richter und so weiter. Da gibt es schon einige Halunken drunter. Ja, vor allem in der Politik, vor allen Dingen unter den Pfaffen und so weiter. Ja, wo kommen die hin? Die kommen in die Hölle auch. Und zwar kommen die deshalb in die Hölle, pass mal auf, die bereuen, viele, die sowas machen, bereuen es nicht. Dann werden sie runderneuert. Pass mal auf, ich will dich was fragen. Gibt es nicht irgendetwas, woran du dich erinnern kannst, dass du Gutes getan hast? Nein. Ich war nur böse. Ich habe gelogen und betrogen, wie die anderen Politiker auch, die ich kenne. Ich kenne nur Lügner und Betrüger, die das Volk betrügen, versklaven, sich totlachen über die Leute, über die Wähler. So funktioniert Politik, sagt er, das sind alles Schweine. Ich sage, ja, wir reden jetzt von dir. Denk doch mal nach, gibt es nicht irgendetwas?
Nee, sagte er, ich wollte meiner alten Frau, es war dunkel, über die Straße helfen, da war ich so wütend, ich hasse meine Mutter, sagt er. Da habe ich die Frau einfach vor dem Auto geschubst. Die wurde angefahren, hat überlebt und ich habe mich gefreut. Das ist bedenklich. Ich sage, du siehst nicht aus wie ein hundertprozentiges Monster. Überleg doch mal, gibt es irgendetwas, dass du etwas Gutes, das du anderen angetan hast? Nee, ich hasse alle Menschen. Darum wurde ich Politiker. Damit ich denen eins auswischen kann, diesen Schweinen. Sag ich, denk nach, es geht um dein Leben. Na, einmal habe ich, sagt er, weiß nicht, Schuldgefühl oder was, ich bin an einem Bettler vorbeigegangen. Eigentlich wollte ich ihm die Bettelschale aus der Hand treten, vom Boden weg oder sonst was. Aber irgendwas in mir hat gesagt, tu es nicht. Ja, was hast du gemacht? Ich sage, ich glaube, das war der Teufel selber, der mir das gemacht hat. Ich habe ihm 20 Euro gegeben, einen Schein. Das war nicht der Teufel, sage ich. Das war der Teil in dir, der noch gut ist, der. Es ist der Teil in dir, der sich jetzt schämt, wenn du, pass mal auf, wenn du total böse wärst, würdest du dich jetzt nicht schämen, hättest du keine Angst. Ja, ich habe nur Angst um mich, mir ist scheißegal, was mit den Wählern passiert. So darfst du nicht denken. Du musst jetzt dein Denken darauf konzentrieren, an Gutes, das du getan hast. Nicht nur den Wählern, sondern vielleicht auch mal früher. Ja, ich hasse meine Mutter. Ja, ich sagte, was Gutes. Ich habe ihr aber ein Haus gekauft. Da! Warum hast du denn das Haus gekauft, wenn du sie hast? Warum hast du sie nicht auch gleich umgebracht? Weil manchmal, wenn ich so richtig wütend war, ich will den Ort euch nicht nennen, aber wenn ich mit meiner Partei da war, die haben mir eine Bombe reingeschmissen. Diese Dreckschweine, die sind genauso, bis zur Spitze sind das alles perverse Halunken. Ja, sage ich, das ist einigen Menschen schon bekannt, aber. Und sagt er, im Puff habe ich sogar mal einen Priester gesehen, der es mit Kindern gemacht hat. Ja, sage ich, und du? Will nicht drüber reden. Na gut, sage ich. Wir sollen uns ja der guten Dinge entsinnen. Ja, sagt er, ich hab mal. Stimmt, sagt er, ich hab mal. Oh, ja, wie geil. Ich hab. Ja, sagt er. Aber das war nur, weil ich mich geschämt habe, so viel Schlechtes zu machen, habe ich einem Studenten mal das Stipendium ermöglicht. Da! Sag ich, weißt du, und wenn du dich jetzt, der Tod kann jeden Moment kommen, gerade bei dir, sag ich, sag's dir. Du willst doch nicht in der Hölle schmoren und länger als notwendig. Konzentriere dich auf das Gute. Stell dir einfach vor, du tust etwas Gutes. Stell dir vor, eine alte Frau geht über die Straße, du stößt sie nicht vors Auto, sondern du hilfst ihr über die Straße. Komm, wir denken jetzt mal gemeinsam. Da kommt eine alte Frau, nimm ihre Hand, nimm ihre Hand. Gut. Und ich sage ihr, darf ich behilflich sein? Darf ich behilflich sein? Und jetzt führe sie über die Straße, stellst dir vor. Und sie lächelt dich an und sagt, danke, mein Herr, danke. Sie geht auf die andere Seite der Straße. Und ihr Gesicht strahlt. Und sie sagt, danke, danke, danke. Verstehst du, sage ich. Sei doch mal egoistisch. Ja, da bin ich doch. Nein, nur recht anders egoistisch. Denk dir Situationen aus. Pass auf. Du kennst alle Situationen, wo du, wie du sagst, die meisten anderen Politiker, Banker, Priester auch, das sind Halunken. Ja, gut. Aber du denk dir mal Situationen aus, wo du nicht mehr lügst, wo du die Wahrheit sagst, wo du anderen hilfst. Denk dir mal aus, da kommt jemand, der steht an der Ecke und weint, ein junger Mann sagt, warum weinst du denn? Ich hab nichts, ich hab kein Haus, kein nichts, nein, ich bin Obdachlose. Ja, vielleicht unterhalte ich mal mit dem. Du unterhältst dich jetzt mit dem. Du bist der Politiker. Und du denkst dir, was kann ich für den tun? Da rufst du einen Freund an, der Einfluss hat, und sagst ihm, du, nimm mal diesen jungen Mann, also du besorgst dem eine Lehrstelle.
und eine kleine Wohnung. Du hast ja so viel Geld. Bist doch Millionär, Millionär, oder? Ja. Siehst du, sag, pass auf, jetzt machen wir was anderes. Hast du noch ein paar Millionen? Nein, eine vielleicht. Gut. Die spendest du jetzt, sofort jetzt, für krebskranke Kinder. Oder in eine Institution, vielleicht in ein Hospiz. Überlege dir eine wohltätige Organisation, der du das spendest. Und plötzlich kommt die, ja, das könnte ich. Ich sag, du denkst dir einfach Situationen aus und du kannst real jetzt was spenden. Und sag, das werde ich. Er war top. Aber er ist nicht gestorben so, sondern so irgendwie. Also, es war eine gewisse Erleichterung in ihm. Was ich sagen will, ist folgendes mal nehmen. Und ich habe auch mit der Hospiz, mit der Krankenschwester gesprochen und so weiter. Ich habe nämlich das auf Tonband aufgenommen. Und habe gesagt, schauen Sie mal. Der spendet das Geld. Was kann man da machen? Ich habe nicht mehr zugesagt, weiter. Vielleicht konnten die auf das Konto zugreifen, machen und tun. Letzter Wille und so, wisst ihr, ja. Versetzt euch mal. Schau mal, wenn du meditierst, fallen dir alle Schandtaten ein, die du begangen hast. Jetzt versuch mal, meditieren und dann mal eine gewisse Zeit des Tages, stell dir vor, dass du Gutes tust oder versuch mal kleine Dinge Gutes zu tun. Da sitzt einer im Bettler, da gibt's ihm was. Wenn zu mir ein Bote kommt, der mir dann mal was bringt, irgendwas ich bestellt habe oder so, kriege ich ihm immer was. Da freut er sich. Oh, ist er nicht gewohnt. Kleine Freudenmomente in Menschen erwecken, sodass du dich mitfreuen kannst. Es ist doch sowieso alles nur vergänglich. Ja? Das heißt also, wir können uns selber durch eigene Imagination. Ja, ich denke manchmal auch, jetzt kann ich, weißt du, was ich manchmal denke? Ich habe die Welt gerettet damit. Ja? Leipzig liest. Ich habe die Welt in ein Kloster verwandelt. Das wäre mein größter Wunsch. Ich denke mir das manchmal aus. Versuche natürlich auch an meinen eigenen Schwächen zu arbeiten. Naja. Versteht ihr? Also, selbst wenn man jetzt kein Geld hat, diese zu spenden oder diese was zu machen, aber sich einfach eine Situation vorstellen, wo man anderen hilft und die lachen einmal. Oh, das ist schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe mal ein Experiment, mache ich jeden Tag. Wenn ich aus dem Haus gehe und da kommt einer, gerade so mürrische Menschen, in Deutschland werden die Menschen immer mürrisch, einer, die sehen, was los ist. Gut, der kommt dann so vorbei. Und ich sage, guten Tag. Und der, manche antworten mit einem Lächeln. Die haben die gar nicht erwartet, dass einer guten Tag sagt. Oder ich sage gar nichts. Ich mache nur. Und die schnell lächeln sie zurück, als ob sie sagen, Mensch, ja, da habe ich angelegt. Also, darum geht es, mein Lieben. Und immer Buch des Lichts studieren und meditieren. Ehre sei dem Buch des Lichts. Om. Und ein Toupet, hin und wieder schnupf ich Schnee. Ich bin cool und so korrupt. Es gibt nichts, was mich stoppt auf dem Weg nach oben. Ich bin der High. Ich verschiebe Akten hin und her. Lug und Trug fällt mir nicht schwer. Ich will mehr, 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 mehr. Der DAX geht drauf, der DAX geht runter. Mich stört's nicht, ich bin immer munter. Ich weiß Bescheid, ich kenn den Schwindel. Ich schäme mich nicht um das Gesindel, meinetwegen sollen die bluten. Ich bleib cool, ich nicht auf, der kleine Mann zahlt immer drauf. Ich hab die Macht und ihr seid nur das Pöbelpack. Ich bin der High.
Ihr wolltet mich, habt mich gewählt, doch dabei habt ihr euch verzählt. Denn ich hatte nur eins im Sinn. Ist da auch genug für mich drin? Ich sag euch aus, ich schmeiß euch weg. Wie es euch dann geht, stört mich nen Dreck. Spekulier mit euren Renten und weiß genau, wie das mal endet. Ich hab die Kohle, ihr habt nichts. So macht es Spaß, so plante ich's. Ich bin da. Ihr seid nur kleine Arbeitsmaden. Wo ich nur kann, will ich euch schaden. Ich bin der Herr, ihr seid das Pack. Ich steck euch alle in den Sack. Ich mach euch fertig, ich saug euch aus. Ihr seid das Blut, ich bin die Laus. Ich fress mich fett und rund und dick. Der kleine Mann bleibt nur der Strick. Naja. Deutschland ist pleite, wir sind am Ende. Der Hai reibt sich vergnügt die Hände. Da kann ich manchmal schon verstehen, wie Leute auf die Barrikaden gehen. Sie werfen Bomben, rufen, du Schwein. Doch der Hai, der grinst, ich sperr euch ein. Ich hab die Macht, ich hab das Geld. Ich bin der Herrscher dieser Welt. Ich schick euch täglich auf die Rolle. Ihr kennt sie nicht, die Protokolle. Ihr seid nur Sklaven, kleine Scheißer. Regt euch nur auf, schreit euch schön heiser. Am Ende zahlt ihr doch nur drauf. So ist nun mal der Weltenlauf. Und kommt die Wahl, werd ich schon bringen. Lass ein paar Schlagerfuzzis singen. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ich bin der Scheißer, du das Klo. Dein Zug, der fährt nach nirgendwo. Auf sieben Säulen ruht die Welt, sieben Familien haben das Geld. Man nennt uns auch Illuminati. Mit AIDS verseuchen wir die Welt und machen mit der Heilung Geld. Du zahlst und wirst verrecken, so war's geplant wie mit den Decken. Welche Decken wohl, ha? Wie wir mit Pocken verseuchten, um die Indianer zu verscheuchen, die einst Amerika. Jetzt weißt du, wer ich wirklich bin. Und wenn du kannst, dann schrei! Schrei! Doch keiner wird dich hören. Du bist so klein, ein kleiner Fisch. Ich fress dich auf. Ich bin der Hai. Wer wirklich herrscht, erkennst du nicht. Du krebst im Dunkeln, ich herrsch im Licht. Ob Bankencrash oder französische Revolution, ich hab's geplant, ich wusste es schon. Ich habe AIDS erfunden, ich war dabei. Ich bin der Hai, ich bin der Hai. Der kleine Mann ist dumm geboren, hat schon von Anfang an verloren. Ich bin der Hai, ich fress euch alle, denn jetzt ist alle in der Falle. Ich druck das Geld. Ich bin der Sieger, ich bin der coole Überflieger. Ihr seid die Deppen, euch kann man neppen. Ihr ackert euch den Puckel krumm. Für ein paar Kröten, da bricht der Knochen, da kracht die Schwarte. Ich mach am Tag fast 1 Milliarde! Mit einer einzigen Unterschrift. Ihr seid gefangen, ich bin frei. Ich bin der Hai, ich bin der Hai. Ich manipuliere die Weltgeschichte. Ich frisiere die Berichte. Bei Pearl Harbor war ich dabei. Ich wusste, dass die Japaner kommen. Ich bin der Hai. Ich bin der Hai. Ach Gott. Ich bin gut drauf, kann immer lächeln. Ihr könnt am Ende nur noch röcheln. Ich wickel euch um den kleinen Hutzingerfinger. Ihr seid nur arme kleine Stinker. Ich bin der King, ihr seid das Vieh. Ihr kriegt mich nie, ihr kriegt mich nie. Ich bin der Hai. Ich bin die Spitze der Elite. Wo ich herkomme, da war ihr nie. Auf Eton wurde ich erzogen. Da hat man mich zurechtgebogen. Ihr wisst gar nicht, was Eton ist. Ich bin das Gold, ich bin das Gold,
Kehrseite misst. Ein, so ist gut, so muss es sein. Und von der Wiege bis zur Bahre bin ich dabei. Ich bin der Hai. Ich saug euch aus, ich beut euch aus, ich bin der Hai.